Ja, hey, willkommen, mein Name ist DanieroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Graces F und so. Hier bin ich übrigens, ja, hallo, sieht man mich überhaupt? Ich schmelze voll mit meiner Umgebung. So, wir sind in der letzten Folge hier in Grailzeit angekommen und wir suchen immer noch Herzog Daylan. Das wäre mir überhaupt nicht eingefallen, wenn ich nicht L1 gedrückt hätte. Ja, ich bin dumm. Und, ja, Richard wird ja von den Truppen seines Onkels verfolgt und, Herzog Daylan soll ihnen irgendwie helfen. Deswegen begeben wir uns gleich zu seinem Anwesen, aber vorher kaufe ich mir ein bisschen neue Ausrüstung, weil ich glaube, das ist schon lange fällig. Nein, so dicke Dinger brauche ich nicht, aber das hier brauche ich. Du bekommst, Pascal bekommt hier die ganzen Magier-Klamotten. Du bekommst eine Tunika, Richard. Okay, ich glaube, ach ja, ich wollte noch vorher was machen, stimmt, ist mir jetzt erst eingefallen. So, jedenfalls. Ich habe eine kleine Trainingssession hinter mir. Ja, Level 26, 27. Ich weiß gar nicht mehr, welche Level wir in der letzten Folge waren. Ich glaube so 21, 22. Und ich habe natürlich ein paar Titel dazu bekommen. Ich habe die ich freigeschaltet habe, nicht mal angerührt. Da finde ich super klasse, ehrlich gesagt. Da kann man nämlich erkennen, was hier neu ist und was nicht. Und ja, möchte ich euch hier mal kurz zeigen. So die ersten 3 Minuten. Was haben wir denn für neue Titel? Wir haben den, und mein PC spackt schon wieder ab, wir haben hier den Fechtertitel, ein Titel für Leute, die regelmäßig Arzt mit gezogenem Schwert anwenden. Ein meisterlicher Meister, das ist, wenn man bestimmte Titel gemeistert hat, also eine bestimmte Anzahl, Lähmungsresistenz, Kampfverfahren an für 300 Kämpfe. Und ich habe schon einige Meisterdinger hier, deswegen, also er hat ja nur, also Espel hat ja nur 4 E-Arts und ich habe die alle schon gemeistert. Das heißt, ich habe die alle schon 600, 700 Mal eingesetzt. Und ja. Das heißt, ich werde mit ihnen wohl eher physisch kämpfen. Mit seinen A-Arzt und... Upsala, jetzt habe ich das schon gespoilert. Zeige ich euch gleich. Jedenfalls, was haben wir mit Sophie? Geschossstabschüler, wenn man oft mit Pascal kämpft, glaube ich. Kritschaudigen, wenn man kritische Treffer macht. Ja, meisterliche Helden kann man sich schon denken. Schnell finden, wenn man viele Sachen findet. Lähmungsresistenz, Steinresistenz, Kampf generell. Zeit im Kampf, nehme ich mal an. Lichtpalisade. Richard hat Schwerterflugmeister schon. Blitzklinge, meisterlicher Meister, Schnellfinder, auch Fechter. Rapierarzt und Zwangarzt, ja, das sind seine A-Arzt und E-Arzt. Du hast das Schmetterer, wenn man 2 Gegner auf einmal erledigt. Arte-Autorität, mittlerer Arzt, keine Ahnung, was das bedeutet. Wenn man auf Glyph-Arzt einsetzt, Sterntreue Adeptin, Feuerringmeister hat es auch schon gemeistert, Windnadelmeisterin, Frostblüte und Magnetormeisterin. So. Und man hat schon hier gesehen, der aufstrebende Held. Und geldgierige Realistin, mein Gott. Und der maskierte Schwertkämpfer. Und das ist ein Kostümtitel. Zack! Ich dachte, der dreht sich schneller. Zack. Und zack, das sind Kostüme von, ich glaube, Tales of Destiny 2. Und ja, die waren, glaube ich, ich habe ja die Day One Edition von Tales of Graces F, habe ich das schon mal erwähnt. Und, die waren auch dabei. Die sind, glaube ich, nur in der Vorbesteller-Edition, aber in der Day One Edition waren sie auch dabei. Anscheinend. So, und dich habe ich nicht vergessen. Ich verkaufe euch dieses Zauberbuch für nur 50.000 Geld. Nicht kaufen. Seid ein harter Fahndungspartner. Ach, nur 3.000. Ich dachte 5.000. Ach, brauche ich noch nicht. So. Ach ja, wir können uns, glaube ich, noch ein neues Buch kaufen, wenn ich mich nicht irre. Und zwar... Wo ist das? Hier oder was? Im Turtle Shop. Nein, hier nicht. So, und das fängt schon mal gut an. Wir haben schon wieder 5 Minuten hier verbraten mit rumlabern und nichts tun. Also, Let's Play halt. Und ja, der Grund, warum ich so eine massive Trainingseinheit hinter mir habe, war, ich möchte das Spiel langsam mal zu Ende bringen. Und damit meine ich jetzt nicht, Bewegungstempo erhöhen. Kann ich auch gleich drauf eingehen. Ja, und ich möchte das Spiel langsam hinter mich bringen. Und damit meine ich jetzt nicht, dass mir das Spiel zum Hals raushängt. Ich rüste mal jetzt hier noch einen ganzen Titel aus.
Level hoch, volle KP wiederherstellung. Oh geil. Ja, damit meine ich jetzt nicht, dass mir das Spiel zum Hals raushängt, sondern nein, ich möchte gerne das Spiel so schnell wie möglich erledigen, weil irgendwann kommt ja auch noch, wie es einige vielleicht mitbekommen haben, Symphonia, also Tales of Symphonia raus. Die Collectors, nee, nicht Collectors Edition, mein Gott, wie ist das nochmal? Trilogie? Keine Ahnung, jedenfalls, wo Tales of Symphonia 1 und 2 drin sind. Und das möchte ich natürlich auch irgendwann spielen, so ungefähr März. Deswegen möchte ich hier ein etwas schnelleres Tempo anlegen, damit ich Zeit habe, Tales of Symphonia zu zocken. Und ja, ich kenne mich doch, kaum ist das Spiel raus und ich Let's Play das, dann gerät dieses Projekt wieder in Vergessenheit und das möchte ich vermeiden, weil ich kann meinen eigenen Worten bestimmt nicht so vertrauen. Deswegen gehen wir hier ein bisschen schneller durch die Gegend. So, die Schatztruhe habe ich extra noch nicht geöffnet. Das ist galt. Gut. So, das bedeutet jetzt natürlich nicht, dass ich hier wie Bekloppter durchrenne und alles wegdrücke und was weiß ich. Und wenn ich mich nicht irre, dann ist hier jetzt eine Quest irgendwo oder auch nicht. Wo ist? Ich dachte... Okay, egal. Aber ich will versuchen, ein bisschen... Ach, da ist es. Ich will versuchen, ein bisschen schneller hier durchs Spiel zu kommen. Ich versuche es jedenfalls. Weil ich möchte dann doch schon, bevor das Spiel rauskommt, schon ganzen Batzen weiter sein und nicht zu sehr meine anderen Projekte vernachlässigen, was ich aber jetzt vorhabe, ehrlich gesagt. So, und ich habe jetzt genug Informationen hier verteilt und wir machen jetzt mit dem Spiel weiter. Wir sind in Tales of Graces F. Bams! Banditen? Nö, ich kenne keine Banditen. So. So, das hat ja mal mit der Quest zu tun. Ich hätte mir vielleicht erstmal angucken sollen. Hey, ich habe doch gesagt, ich kenne keine Banditen. Jetzt verdrückt euch, bevor ihr verletzt werdet. Warum bist du so verdächtig, Mann? Oh Mann, wir sind da total umzingelt. Vielleicht solltest du es etwas ernster nehmen. Ich habe euch gewarnt. Habe ich euch nicht gewarnt? Also, Geld oder Leben. Ach du meine Güte, habt ihr das gerade echt gesagt? Kaum zu fassen, dass man das immer noch sagt. Ich meine, das ist doch totales Klischee, oder? Du wusst, was fällt dir ein, du kleine Göre? Kleine Göre, ich glaube, die ist 21. Pascal, das wäre ein guter Zeitpunkt, um den Mund zu halten. Ach, komm schon, ich will den dicken Einbrecher noch etwas anbrüllen. Hey, ich bin ein Bandit und ich bin nicht dick. Halt, Schurke. Brems. Du kleiner Lümmel, du. Brems. Oh. Ihr werdet dann nicht davon kommen. I'll be back. Na sowas, da haben wir ja den Pimp von neulich. Bist du wütend, weil wir dir von dem Mädchen, weil wir dich vor deinem Mädchen blamiert haben? Pascal! Bereit! Wo's? Bah, schnappt's euch! Okay, kommt her. Ach ja, allerdings. Ich werde mehr physisch angreifen. Also so. Ja, ich glaube, ich bin schon ein bisschen stark. Aber egal. Spätestens wenn die richtigen Bosse kommen, werde ich wieder Probleme bekommen. Und so kann ich immer nur den Schwierigkeitsgrad hochstellen. Ja, ich hoffe, die Informationen, die ich gerade erläutert habe, werden jetzt nicht so schnell vergessen sein. Aber naja. Und da schon wieder das Asynchrone. Attributdame. Ja, okay, dann ist das einzigste Ding, was ich wahrscheinlich öfter wegklicke, weil das asynchron ist. Verdammt, wir sehen uns noch. Tschüss. Mann, selbst beim Weglaufen hat der noch Sprüche raus, wie im Theater. Alles in Ordnung? Ich brauche eure Hilfe nicht. Mit dem wäre ich auch allein fertig geworden, hat man gesehen. Tschüss. Hey, warte. Ja? Pascal? Hallo, was ist das? Ja, Pascal? Ja, was passiert hier? Ja, mit den Stimmen bin ich nicht so gut. Entschuldigt bitte. Pascal, bist du... Der Vertrag wurde erfüllt. Ich bin Grim Silfe, loyale Botin des Winddrachen. Wer hat das gesagt? Das Kryas hat auf dein Blut reagiert. Du kannst meine Macht gebrauchen, wie es dir beliebt. Geh hin und verbessere deine Fähigkeiten. Ich werde dir im Kampf zur Seite stehen. Okay.
Ups, war schon einfach so. Ich kann ihre Macht nutzen. Ich frage mich, was das bedeutet. Ich habe keine Ahnung. Und wir haben das Grüne Kreis. Das können wir in der Taverne. In der Dings abgeben, in der Taverne. Und wir haben Windbeschwörer. Oh, Entdeckung. Möhren, die brauchen wir, glaube ich, sogar. Möhren. Merkwürdige Wissenschaft. Look at the size of those carrots. I bet there's a connection between them and the Amarcians. These are a Windor delicacy. I don't know, Mr. Science. The Amarcians have influenced many facets of modern society, you know. Such as? You know how streetlights draw power from Elip? The devices themselves are supposedly based on Amarcian technology. And the weapons that let you use Kreis arts contain similar technology. So this blade is built with Amarcian technology. Huh. Well, in that case, I guess a carrot could be as well. I know, right? I saw carrots in a book once. They were way smaller. It seems pretty likely to me. Okay. Ich glaube, wir brauchen 5 Möhren, deswegen packe ich mal einige. Hier in den Mixer. Mir ist gerade aufgefallen, habe ich überhaupt erklärt, warum wir hier hingegangen sind? Ich bin einfach hier mitten im Gespräch hingelatscht, ne? Ich habe gar nicht erklärt, dass ich hier die Quest erledigen wollte. Aber naja. Bei mir schaltet man wegen Unterhaltung und nicht wegen Information ein. Obwohl beides so lala ist. Egal, jedenfalls, hier haben wir eine Truhe. Und halt, da war was. Abfall, jawohl. Und ein Matrosenmoschus. Moschus, glaube ich. So, geh weg, ich habe genug gekämpft. Zwar nicht gegen euch, aber naja. Das kommt noch. Und hier haben wir einen langsamen Bann. Boah, ich hätte so gern Steinbands gehabt, weil ich habe in den Ruinen trainiert und die blöden Echsen, die haben mich immer zu Stein verwandelt. Und das war richtig nervig. Ein kaputtes Zahnrad, geil. Und wenn wir jetzt hier zurückgehen würden, dann würden wir, glaube ich, wieder in Land rauskommen. Wo wir natürlich nicht hin dürfen, weil Aspel ein bisschen da rausgeschmissen worden ist. Aber nur damit ihr es wisst. Ding. Landstraße Oswos. Ich kann da hin. Ah, okay. Schön zu wissen. Ich könnte mal in Barona gehen. Es gibt außerdem auch sehr viele Quests, die man hier verpassen kann, wenn man nicht zum richtigen Zeitpunkt dahin zurückgeht. Deswegen werde ich auch... Das war knapp. Deswegen werde ich auch viele Quests hier verpassen. Habe ich so das Gefühl. Und noch mehr Abfall, jawohl. Aber naja, da kann man nichts machen. Versuchen die. Oh, ich mach mal kurz einen Schnitt. Kleine unbedeutsame Unterbrechung, weiter geht's. So, immer noch auf dem Weg zu Herzog Dalen, aber wir werden jetzt erstmal einige Quests. Oh, Abfall. Oh, eine magische Katar Nummer 7. Mary's Katar. Ich liebe Dallas. Oder Dallas. Keine Ahnung. Ist das nicht für Fernsehserie? Egal. Wir müssen immer noch zu Herzog Dalen. Und aber vorher die Quests abgeben. Habe ich das nicht gerade gesagt, mein Gott? Also tun wir ein bisschen die Story vorantreiben, weil sonst werden wir nie durch. Macht Sinn, ne? Hm? Und drin. So. Dann muss ich, ich habe ja bestimmt gute Titel hier ausgerüstet zum Aufleveln, ne? Levelheilung, Drachensprung, dann wird schon gehen. Ja, warte mal, Windbeschwörerin. Oder? Warte mal, komm hier. Windbeschwörerin hier, ne? Smartschalter, das ist eine Mystikart. Die wollen wir haben. So, dann. Wo ist die Taverne? Das Gasthaus. Ja, ist gut. So. Ich möchte Quests abgeben. Und Ruhm und Ehre gelangen. Erlangen. Pff, irgendwie habe ich es heute, ne? So, Smartschlag gelernt. Geil. Und. Physische Verteidigung, Geist Plus. So, beim Level hoch. Kreis Angriff hoch. Das ist doch mal richtig geil. Und ich sollte sie vielleicht hier meisterliches Dingens geben, ne? Aber da lernt man nichts Neues, verdammt. Verteidigung plus Level hoch gleich physische Verteidigung hoch. Das ist auch geil. Und sie kann jetzt eine Mystikart einsetzen. Das finde ich richtig toll. So, mehr Quests abgeben. Edles Holz. So. Und sie hat schon Level 5. Gut. Dann nehmen wir jetzt
Ja, was nehmen wir denn? Wir nehmen. Ja, da Hochzeit auf geladene Art runter um 10%, das ist richtig geil. Ich weiß nicht. Ich habe jetzt so viele Sachen zur Auswahl. Nehmen wir das hier. Weil Geschossstab. Ja. Okay, Geschossstab, Schuss ist ein sehr guter Angriff, das weiß ich. Und mit Espel brauchen wir jetzt noch ganz dringend Geist Plus. Die Möhre, die kann ich leider nicht mehr irgendwie erlangen. Mein Gott, gelangen, so gefangen wie gelangen. Jetzt habe ich überhaupt nicht geguckt, wie lange der Part gerade war, bevor ich den Schnitt gemacht habe. Deswegen weiß ich jetzt nicht, wie lange ich noch aufnehmen kann. Ich glaube, der war so 13, 14 Minuten, oder? Oder sag mir das. Und ja, ich glaube, wir gehen jetzt einmal hier rein und einmal hier raus und dann ist gut, ne? Wird aber reichen. Jetzt bin ich gar nicht auf die Kostüme eingegangen, kann das sein? Die hat man jetzt im Kampf gesehen, aber naja. Jetzt wird man die schon besser sehen. Hallo! Der Prinz mit den Hasenohren sieht jedenfalls so aus. Ah, Your Highness, it does me well to see you safe. I thought you were still in Verona and was even now preparing my troops for a rescue mission. I'm sorry to have worried you. But I will put your troops to good use in the coming days. I intend to defeat Uncle Cedric and avenge my father's death. I pray you will support me in this, Dallin. All that I call mine is yours to command, my lord. Now, please rise. Let me introduce you to my friends. This is Asbel. It is by his hand that I was able to escape the capital. And this is Sophie and Pascal. Both have been a great help to me as well. I am Asbel Lant. It's an honor to meet you, sir. Asbel Lant? Of the family Lant? Yes, sir. Nein, das ist nur ein Zufall. I am the eldest son of the late Lord Aston. I see. Well, you have my eternal thanks for saving his highness. I could do no less, sir. I consider it my duty. These are indeed strange times for Lant. It seems Strata has seized de facto control of the area. Can you tell us of the current situation, both in Lant and elsewhere? We need to plan our next move. Of course. This way, please. Okay. Planbesprechung. Duke Cedric currently holds power over Verona and the surrounding areas. The Stratton military, however, appears to be acting independently. Musik übertönt irgendwie seine Stimme. They have occupied Lant of their own accord. This has allowed the Kreas mines near Lant to come under their control. That gives them the power to cut off Windor's supply of Kreas. It does indeed. If the situation is prolonged, this could become a very serious problem. I also heard something about an alliance between Windor and Strata. Yes, Archduke Cedric has maintained close ties with Strata for some time now. He most likely gave them Lant in exchange for turning a blind eye to his treachery. Or perhaps for their outright cooperation. I'm sorry, Asbel. That can't be easy for you to hear. Asbel Lant. The Prince and I must now engage in very sensitive discussions. I would ask that you please take your leave. Wait! You must allow me to help you take back Verona. I want to help His Highness however I can. I would ask this as well, Dallin. I need Asbel. Very well. If that is your wish. Thank you, Dallin. Let me explain our position. There is but one road to the capital, and it leads through Wallbridge. The Archduke, perhaps anticipating an attack, has garrisoned a large number of troops there. A direct attack on Wallbridge would be suicide. If we can't go through the front, how's about just pooping right into the middle? Hey, that's right. Ja, da war ja was. There's a second device in the ruins. Was wäre eigentlich passiert, wenn wir nie da vorbeigelaufen wären? So we could send someone to infiltrate Wallbridge and open the main gates. Is that possible?
If so, it would put us at a distinct advantage. Allow me to infiltrate the fortress, Your Highness. I will carry out this mission without fail. Pascal, will you come and help me with the devices? Okay. I will go as well. I fight this battle for my late father. If I am to avenge him, let it be with my own hands. Your Highness. Enough. I'm going. Now let's gather the commanders and plan the rest of our strategy. Yes, sir. Alles klar. Das heißt, es gibt Krieg! So we strike tomorrow. Things are really moving fast. Asbel, I'm sorry. I don't want to drag you into this. My uncle has many of the knights on his side, so some of them may be people you know. Don't worry. I knew that the moment I joined up with you. I am your sword, Richard. Use me as you will. Thank you, my friend. I would never say this to anyone else, but I have no desire to fight a war. I wish there was another choice. The faster we finish this war, the sooner peace will be restored to our land. I'll do whatever I can to make that happen. Thank you. Now come, Asbel. We have a battle to win. And we will! I can't stop looking at Richard. I get nervous when I see him with Asbel. But Asbel and Richard are friends. Richard would never hurt Asbel. So why am I feeling worried? Das kann auch andere Gründe haben, aber das erläutere ich jetzt nicht so genau. Sie sieht aus, als wäre sie enttäuscht wegen ihres Kostüms. Your Highness, my men await your word, sire. Men of Windor, today we strike a blow for justice. I expect great things from you. May the wind guide our blades! May the wind guide our blades! Oh mein Gott, eine Gruppe von Bauchrednern. Uah! Was für geil motivierte Soldaten. It's time for us to infiltrate Wallbridge. Please take good care of his highness, Asbel Lont. Sir! Understood. Let's return to the ruins. We'll be able to access the fortress from within. Dann mal los. Ah, vorher gucken wir noch mal ein bisschen. Die Möhre haben wir bekommen. Und wir haben die Klinge des Königs als Titel. Nee, Quatsch, erstmal. Oh geil, ohne Dingens. Und überschreiten, gut. So, ich gucke mich noch ein bisschen in der Dingens, in der, mein Gott, Festung wollte ich jetzt schon sagen, im Anwesen von Herzog Delen um. Und dann mache ich einen Schnitt und dann sehen wir uns in den Ruinen wieder, würde ich sagen. Genau vor diesem Apparat. Klingt das nach einer Idee? Das ist eine Idee, ne? So, aber ich, wenn ich mich nicht irre, dann ist hier noch irgendwo was. Und da draußen ist auch noch was, das weiß ich. So, ey, ist ja nicht normalerweise... Ach, hier. Ah, ihr habt mich also gefunden. Hier an meinem besonderen Ort, in meiner Kartei, wenn man so will. Ja, ich bin diejenige, die wir besessen, die Karten ziehen, Nacht für Nacht. Ich bin... Die magische Katarmheit. Eins, eine Katar, zwei Katarkarten, drei Katarkarten.
Bitte erzählt Herzog den nicht davon, ja, sonst werde ich gefeuert. Hier, ich gebe euch die Karten, die ich doppelt habe. Kalskata, ich will wie mein Vater sein. Lonnies Kata, greife nicht an bei geschwächten Geist. Und Nanalis Kata, ich verstand Lou besser als jeder andere. Und Harolds Kata, halt den Raketenwerfer stets schutzbereit. Okay, bis auf Kyle, was sozusagen der Typ war, der die Klamotten von Esplan hat, also umgekehrt, kann ich da gar keinen. Nur so, damit ihr es wisst. Hi, eine Krabbe. Und wenn ich mich nicht irre, dann ist ja auch noch was. Eine Entdeckung, geil. Flaschenpost. Eifersüchtig? A letter in a bottle. Is this the work of a child? How so? This is Lake Grail, not a river to the open sea. A bottle like this wouldn't breach a foreign land. Interesting. I never knew that. Wait, does that make me a child as well? Sorry about that. I suppose it did sound a little bit condescending, huh? Just a little. Hey, Asbel? What is it, Sophie? Did you want to ask Richard something? No. It's nothing. Too close, you two! Step away! What are you insinuating? Mein Gott, da gibt's zu viele Andeutungen in diesem Spiel, auf die ich nicht so drauf eingehen will. Aber es ist so schwierig. So, ich meine, es ging noch eine Treppe nach oben. Und wenn wir das... Oh, wir haben eine Möhre bekommen. Das heißt, dann muss ich die Quest auch noch gleich abgeben. Der Part wird wieder zu lang. Aber ich glaube, ich werde die Parts jetzt generell ein bisschen länger machen. So. Boah, keine Ahnung. Prüfen. Die Zahl der Landstraßen, die den See umgeben. Was? Ist das eine Art Code? Boah, keine Ahnung, das weiß ich nicht. Ich glaube, 3 oder 4 oder 2. 2? Da werde ich jetzt einfach mal raten. 1? 3? 4? Jawohl. Buch des Reichtums. Dieses Zauberbuch stellt bei Kämpfen den Bonusgeld bereit. Füll dir deine Taschen. Dann nehmen wir lieber das. Bei Kampfende, was? Und Schatzforscherin, geil. Gucken wir mal. Nix und Zanz, okay. So, ich glaube, wir müssen jetzt 5 Möhren haben. Die gehen wir noch im Gasthaus ab. Für die Quest. Und da mache ich einen Schnitt und dann sehen wir uns in den Ruinen, ne? Das klingt gut, was? Das klingt ausgezeichnet. Wenn nicht schon wieder andere Quests aufgetaucht sind, was ich hoffentlich nicht glaube. Irgendwie habe ich es heute mit meiner Sprache, ne? Ich bin so ein Sprachakrobat irgendwie. So. Möhre. Wir haben Möhre. So, Pergament. Oh. Unwetter, okay. Und anstürmender Hieber, glaube ich. Okay, Ricciardo hat schon wieder was gemeistert. Nee, nicht gemeistert, aber gelernt. Rachebeißer, ja genau. Das ist gut. Levelmeister. Oh, cool. Und was noch? Nein, sowas muss nicht. Ich brauche so ein neuer Arzt, so alles. Das wäre cool. Feuerring Höllenfall, geil. So, ein Pergament kann man, glaube ich, auch noch herstellen und dann war es das auch wirklich. Hoffentlich, weiß ich nicht. Pergament, wie kriege ich ein Pergament her, hallo? Da, Pergament, das ging sehr schnell. Stellen wir noch eins her. So, und dann geben wir das auch noch ab, weil wir es können. Und ja, das geht noch. Und zack. Geschossstabstoß. Alles klar. Dann mache ich jetzt hier einen Schnitt. Ich glaube, es kommen keine Zwischensequenzen oder irgendwie sowas. Und wir sehen uns dann in den Ruinen von
Walbrück? Ja. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss.